frittierte Apfelringe in Bierteig. Wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und zwar wie gewohnt auf meinem Trangia. Für die wohl besten Apfelringe der Welt verwendet ihr vorzugsweise Äpfel selbst gepflückt, Mehl, ein Ei, Bier, Salz und zum Frittieren Öl. Und los geht's! Die Äpfel werden von der Schale befreit und in Apfelscheiben verarbeitet. Es empfiehlt sich, das Kerngehäuse in der Mitte zu entfernen. Danach sollten die Äpfel abgedeckt werden, damit sie nicht braun werden. Als nächstes wird der Teig angerührt. Dazu benötigt ihr Mehl, ein Ei, das getrennt wird. Das Eigelb kommt direkt mit ins Mehl und das Eiweiß wird erstmal beiseite gestellt. Jetzt das Bier. Den ersten Schluck, den nehmt ihr selbst und den zweiten Schluck, den vermischt ihr gut mit Eigelb und dem Mehl. Während der Teig quillt und leicht schäumt, wird das Eiweiß zu Schnee geschlagen. Wunderbar, das sieht gut aus, sodass der Eischnee jetzt unter den Teig gehoben werden kann. Es fehlt noch die berühmte Prise Salz, die jetzt mit hinzugefügt wird. Nochmal umrühren, aber den Teig bitte nicht abschmecken, da hier Rohei verarbeitet wurde. Jetzt geht es ans Frittieren und zwar sparsam nach Trangia-Art. Tatsächlich verwende ich hier Olivenöl. Zu Hause würdet ihr die Pfanne richtig voll machen bzw. eure Fritteuse und dann richtiges Frittierfett verwenden. Das wird hier nicht getan, wie gesagt, sondern in das sprudelnde Olivenöl unsere Apfelringe, die zuvor im Teig eingetunkt werden, hineingelegt. Streng genommen werden die Apfelringe bei mittlerer Temperatur auf dem Trangia gebraten. Mehr ist das hier eigentlich nicht. Vom Frittieren kann ja gar keine Rede sein. Funktioniert aber hervorragend. So nach 5 Minuten sind die Apfelringe im Bierteig servierfertig. Als Beilage empfehle ich euch, die Apfelringe mit Sirup zu beträufeln. Wie der hergestellt wird, zeige ich euch im nächsten Video. Ihr könnt aber auch alternativ Zimt und Zucker oder was immer ihr mögt verwenden. Ich wünsche euch guten Appetit, wohlbekommst und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss, tschüss!